Hi, hi, da bin ich wieder. Ich habe mir mal gedacht, ich zeige euch mal Sachen, die ich schon länger in meiner Sammlung habe. Und nicht nur Sachen, die ich neu bekomme. Ich habe hier was mega Cooles. Und zwar ist das ein Weihnachtsgeschenk gewesen vor 2 Jahren. Und das hat mir meine Tochter gebastelt. Das sind Turtles, wie man vielleicht schon ein bisschen erkennen kann. Ja, in einer wunderschönen Verpackung. Und die packe ich jetzt jedes Jahr immer raus zur Weihnachtszeit. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch die mal, wie die aussehen. Mal Geschenke, die so selbst gemacht sind und die mega cool sind, wo man sich wirklich viel Mühe gegeben hat. So, dann holen wir mal den ersten raus. So, wir haben hier unseren kleinen Raphael. Aus Holz, das hier ist alles Holz, das hier ist Metall. Ja, hier ist so ein bisschen der Schal, ist ein bisschen Stoff. Das ist unser kleiner Raffi. Ist er nicht putzig mit seinen Bandana? Ich habe mich mega drüber gefreut. Ich finde es richtig cool und packe die jedes Jahr gerne wieder aus. Dann haben wir hier Donatello mit seinen lilanen Bandana. Ich muss mal ein bisschen gucken, das sieht aus, als wenn sie von Hühnern hier Flügel hätten. Das ist hier der Schnee. So, mega cool. So, dann kommen wir. Splinter haben wir natürlich auch dabei. Unseren Splinter hier. Splinter darf nicht fehlen. Auch alles aus Holz. So, dann kommen wir hier zu Michelangelo. So, ein bisschen den Schnee hier entfernen. Michelangelo. Mega putzig und natürlich Leonardo. So, jetzt fliegt schon hier die ganze Watte. Ich muss gleich niesen. Unseren Leonardo haben wir hier. Alles schön weihnachtlich. Als Engelchen, Tannenbaum darf nicht fehlen. So, jetzt zeige ich euch das mal, wie das dann aussieht, wenn das aus der Verpackung kommt. So, hier kommt der ganze Schnee. So ist das gedacht. Und dann stehen hier, ein Schneemann hätte ich noch vielleicht dazu packen können. Da ist der kleine Tannenbaum. Und dann stehen hier die Turtles mit Splinter um den Tannenbaum herum. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen und sehen. Und so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde sowas immer mega cool, wenn man Geschenke bekommt, wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, sich einfach mal die Zeit genommen hat. Und dann auch noch was Schönes draus gemacht hat. Also ich finde es mega cool und freue mich jedes Mal darüber. Über die kleinen Turtles, die werde ich hoffentlich halten, die mir noch, dass ich noch die nächsten 20 Jahre die auspacken kann. Ja, und dann kann man noch Geschenke hier dazu packen und, und. Vielleicht noch eine Weihnachtsmütze drauf. Naja, variieren kann man immer noch, aber ich finde, das sieht wirklich mega cool aus. Dann würde ich mal sagen, das war es erstmal. Ich dachte, ich zeige euch mal, was ich so in meiner Sammlung habe. Nicht nur Sachen, die man kauft, sondern wirklich Sachen, die man von Herzen geschenkt bekommt. Das sind so die schönen Erinnerungen, die da bleiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bye bye.